René denkt ja immer, ich bin nicht der romantische Typ, ne? Das werde ich jetzt heute mal beweisen. Ich habe schon Blumen besorgt und Kerzen besorgt. Ich will ja nämlich ein Candlelight-Dinner machen, weil wir heute vor einem Jahr geheiratet haben. Und für den Rest hole ich mir jetzt Unterstützung über die Home Connect App. Drückt man einfach drauf, öffnet sie, gehen auf unser Gerät Kühl- und Gefrierkombination. Da kann ich jetzt einfach schauen, was wir im Kühlschrank noch so haben. So, wir haben Brokkoli, aber ich hasse Brokkoli. Gurken haben wir, haben Champignons, Tomaten, gucken wir mal. So, Rezepte anzeigen. Jetzt habe ich jede Menge Rezepte, die wird Augen machen. So, Rigatoni mit Tomaten, so, nee. Oh, Champignon-Tomaten-Quiche. Das ist nämlich super. Jetzt habe ich nicht nur das Rezept, sondern sogar in 6 Schritten, wie ich das kochen muss. Ja, ja, das krieg sogar ich hin. Also, dann zeigt Mr. Candlelight mal, was er drauf hat. So, letztes Tomätchen. Fertig! Soll mal einer sagen, ich könnte nicht kochen und wäre nicht romantisch. Also, sieht ja so schon sehr lecker aus, ne? Das Tolle an meinem unsichtbaren Unterstützer, nämlich an der Home Connect App, ist nicht nur das Rezept, sondern auch das empfohlene Backprogramm. Hier unten gibt es einmal Programm starten. Dieses wunderschöne Gerät geht an. Schiebe ich die Quiche rein. Der Rest macht jetzt mein netter Freund an meiner rechten Seite und ich habe noch genau 59 Minuten und 47 Sekunden Zeit, den Nio von der Oma abzuholen. Hallo Schatz, was hast du denn da gezaubert? Moment, die Frage lautet, welcher Lieferdienst macht so schönes Essen? Habe ich ganz alleine gemacht. Nein. Ja, mit ein bisschen Hilfe. Wenn ich bitten darf. Also auf unseren Hochzeitstag. Auf uns.